Herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Heute geht es um Veterinärmedizin. Und in der Infobox findet ihr Timemark. Das heißt, falls euch eine Frage ganz besonders interessiert, dann könnt ihr damit direkt zu der jeweiligen Frage springen. Und nach diesem Video könnt ihr auch sehr gerne auf Instagram vorbeischauen. Da findet ihr nämlich noch mehr Infos zu diesem Studiengang. Ansonsten würde ich sagen, möchtest du dich ganz kurz vorstellen? Ja, hallo liebe Luisa. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin die Daniela. Ich studiere Tiermedizin an der VetMed-Uni in Wien und bin jetzt eben im 8. Semester. Und ursprünglich komme ich eigentlich aus Bayern, also es kann sein, dass ab und zu meine Sprache sich ein bisschen ins Bayerische abwandelt, also bitte nicht wundern. Legen wir gleich los. Mit einem abgeschlossenen Veterinärmedizinstudium hat man sehr gute Berufsaussichten und kann entweder eine eigene Praxis eröffnen und sich beispielsweise auf Klein- oder Großtiere spezialisieren, als Amtstierarzt arbeiten, in der Industrie als Fachberatung und im Außendienst oder in Forschung und Lehre arbeiten. Studieren kann man Veterinärmedizin ausschließlich in Wien an der VetMed. Das Studium ist ein Diplomstudium und dauert 12 Semester. Dann hat man seinen Abschluss und kann in das Berufsleben einsteigen. Voraussetzung für das Studium sind die Matura- oder Studienberechtigungsprüfung und es gibt einen Aufnahmetest. Bei Veterinärmedizin kann man durch die Matura-Noten auch tatsächlich Bonuspunkte bekommen. Pro Jahr gibt es ca. 200 Studienplätze. Was lernt man in diesem Studium? Was sind so die Schwerpunkte? Also, zu Beginn schaut man sich mal die ganzen Grundlagen an. Also man hat eben Anatomie, das heißt, du schaust dir an, wie ist der Körper aufgebaut, wo sind die Muskeln, die jeweiligen Knochen und wie heißen die. Das geht dann halt ziemlich ins Detail, also da muss viel auswendig lernen. Und was halt eben auch noch dazu kommt, ist halt Physiologie, das heißt einfach so prinzipiell einfach erklärt, wie funktioniert der Körper, was dann so die grundsätzlichen Abläufe. Dann geht es weiter mit den Krankheiten, also du lernst dann die verschiedenen Krankheiten der unterschiedlichsten Tierarten eben. Und wenn du das alles überstanden und überlebt hast, dann geht es weiter mit der Klinik. Du bist dann eben an den verschiedenen Kliniken, rotierst da durch und siehst einfach mal so das ganze klinische Leben. Mhm. Wie sieht der durchschnittliche Werdegang aus? Mhm. Also man muss sagen, dass zu Beginn des Studiums wollen die meisten halt schon in die Praxis. Und also ich würde sagen, dass die meisten so nach dem Studium eben direkt in die Praxis gehen bzw. ein Internship machen oder halt eben aufs Land gehen, je nachdem, welche Tierart du halt eben auch machen willst. Und dann habe ich jetzt aber auch schon öfters gehört, dass dann bei vielen so weitergeht, aufgrund der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, dass dann einige vielleicht in die Industrie abwandern, also dann eben bei Pharmakonzernen oder sowas arbeiten. Manche finden halt vielleicht auch so die Wissenschaft interessant und bleiben dann an der Uni. Oder was auch noch eine Option ist, dass du halt eben als Amtstierärztin anfängst. Genau. Okay, aber das heißt, man steigt jetzt schon direkt ins Berufsleben ein nach dem, nach dem Abschluss, aber es ist noch nicht so, dass man sich direkt selbstständig machen würde, beispielsweise mit einer eigenen Arztpraxis. Genau. Okay. Also es ist möglich, aber wahrscheinlich weniger ratsam, weil du im Studium einfach diese ganze Praxis noch nicht so mitkriegst. Mhm. Also du warst zwar theoretisch sehr viel, aber du bist halt praktisch nicht so versiert. Hast einfach noch nicht so viel Erfahrung. Genau. Und das ist deswegen gut, wenn du halt schon so einige Jahre in der Praxis bist, bevor du dich dann selbstständig machst. Ja. Wie ist das Studium aufgebaut? Also, wir haben praktisch drei Diplomprüfungen. Die erste Diplomprüfung ist halt eben noch im vierten Semester und die besteht halt einfach so aus den ganzen vorklinischen Fächern, also eben wie ich vorher schon gesagt habe, Anatomie und Physiologie und eben auch noch Histologie, also die Lehre vom Gewebe sozusagen. Und da ist eigentlich schon relativ viel Anwesenheit immer. Also du hast halt einfach die ganzen Anatomieübungen, da wo du im Seziersaal sitzt und halt irgendwelche ja, wohlduftenden Tierkörper präparierst. Dann geht es eben weiter mit dem fünften Semester und dem sechsten Semester. Da kriegen wir dann einfach so Sachen wie zum Beispiel Parasitologie und dann im siebten und achten Semester kommen dann halt eben nur die Krankheiten dazu und jetzt eben im achten Semester die Lebensmittelhygiene. Und dann hast du eben praktisch noch dem achten Semester ist dann eigentlich in der Regel, wenn du halt gut gelernt hast, dann die zweite Diplomprüfung vorbei. Die besteht eben aus zwei Teilen. Einmal noch im siebten Semester die Krankheitenprüfung und dann jetzt eben noch im achten Semester noch die VPH-Prüfung, also die Lebensmittelhygieneprüfung. Dann geht es weiter, neuntes, zehntes Semester,
da ist dann halt eben einfach so die Klinik am Start. Das heißt, du rotierst halt durch die verschiedenen Kliniken an der Uni und bist dann halt eben auch im Modul. Das heißt, du suchst dir halt einfach so einen Schwerpunkt aus. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel einfach mal Pferd, das wäre jetzt dein Hauptmodul, und dann hast du eben noch ein Nebenmodul, zum Beispiel Kleintier. Genau, das dauert dann nur bis zum 11. Semester. Und dann hast du halt dann die dritte Diplomprüfung, ist dann praktisch am Schluss. Und da kommt dann auch noch die Gerichtsprüfung dazu. Wie viel Anwesenheitspflicht gibt es circa? Also im Grunde, man sagt ja immer, dass das Veterinärmedizinstudium sehr verschult ist. Und das ist es auch. Also grundsätzlich ist alles Anwesenheitspflicht. Mhm. Also Vorlesungen, Übungen und die Konversatorien ist eigentlich Anwesenheitspflicht. Aber im Grunde wird es halt einfach nur kontrolliert in den Übungen und bei den Konversatorien. Da muss man halt unbedingt anwesend sein, weil es halt eben auch einen Teil zur Note beiträgt. Und also im Grunde hast du jede Woche, jeden Tag gefühlt irgendeine Form von Anwesenheit. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass du eingeschrieben bist, studierst, Neuseeland sitzt. Ja. Also jetzt mit Corona ist es schon ein bisschen flexibler, das ist schon, weil alles online ist. Aber du hast da trotzdem immer wieder Präsenz dazwischen. Ja. Also du musstest leider nicht gerade irgendwo in der Seele sitzen. Was darf man sich von diesem Studium nicht erwarten? Mhm. Also du darfst dir von dem Studium nicht erwarten, dass du so ein einfaches Studentenleben hast und dann einfach irgendwann um 12 aufstehst und davor bis auf Nacht ewig gesoffen hast. Es ist schon so, dass das Studium halt sehr verschult ist und sehr strukturiert, und du musst eigentlich immer Leistung bringen, du hast ständig irgendwelche Prüfungen, und es ist schon ein konstant hoher Druck da im Studium. Das heißt, es ist jetzt nicht so Larifari. Ja, es ist nicht dieses typische Studentenleben, wo du dann einfach irgendwie machst, was du willst, und du studierst halt einfach so alibimäßig, sondern du musst schon immer konstant die Leistung bringen, du hast ständig irgendwelche Testate. Und vor allem so im ersten und zweiten Semester ist es schon schwierig, glaube ich, dass man da so reinkommt in dieses ganze 24/7 irgendwie schauen, dass man da halt eben seine Leistung erbringt. Ja. Mhm. Okay, gibt es sonst noch irgendetwas, wo du sagst, das sind regelmäßige Fehleinschätzungen von Studierenden, wo sie dann ein bisschen enttäuscht sind? Oder ist das eigentlich das Haupt? Ja, es ist schon so, da gibt es also eine Studie dazu, dass ungefähr so ab der Mitte des Studiums dann viele enttäuscht von dem Beruf. Weil manche vielleicht da einfach irgendwie so eine falsche Vorstellung davon haben, wie alt der Tierarztberuf dann ist. Und das merkst du dann auch schon im Studium. Je länger du dann eben dann in diesem Tiermedizin-Kosmos, in diesem Insider-Ding drin bist, desto mehr siehst du halt einfach, wie es wirklich ist. Und deswegen ist einfach wichtig, dass man davor Praktika macht, damit man einfach eine realistische Vorstellung von dem Beruf hat. Mhm. Und nicht so reingeht, so, ja, du streichelst den ganzen Tag Welpen, weil so ist es halt nicht. Ja. Okay. Falls ihr schon mal einiges aus diesem Video mitnehmen konntet, dann könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Dann weiß der YouTube-Algorithmus nämlich, ja, das Video ist gut und kann weiterempfohlen werden. Insofern könnt ihr gerne machen. Weiter geht's. Jetzt hat er gerade das Ding gehupt, oder? Das passt vielleicht. Unterstreicht die Message. Gibt es Vorurteile, wo du sagst, so nicht, die möchte ich gerne loswerden? Ja, also erst einmal ist es nicht so, dass man beim Tierarztberuf den ganzen Tag nur Welpen streichelt. Oder dass der Beruf einfach so wie ein Leben auf der Ponyfarm oder so ist. Weil das ist schon wirklich ein herausfordernder Beruf, vor allem halt eben mal emotional, weil du natürlich kranke Tiere siehst und du auch die Möglichkeit hast, diese Tiere zu euthanasieren, also einzuschläfern. Mhm. Und damit musst du emotional auch erstmal umgehen. Dann ist halt eben auch so, dass die Tierbesitzer teilweise sehr unfreundlich sind, und du musst halt eben auch lernen, gut zu kommunizieren und halt einfach, ja, deinen Mann oder deine Frau zu stehen. Und das ist halt einfach, es ist halt generell ein schwieriges, es ist halt einfach ein emotional aufgeladenes Thema, und da musst du dich halt eben souverän bewegen und immer halt eben zum Wohl des Tieres handeln, auch wenn der Besitzer halt eben dir das nicht so leicht macht. Oder du musst halt eben zum Beispiel auch damit leben, dass halt manche Behandlungen nicht gemacht werden können, weil sie nicht bezahlt werden können oder so. Mhm. Und das ist schon was du halt lernen musst mit der Zeit, dass du halt emotional damit halt so klarkommst mit diesen ganzen tierschutzwidrigen Sachen, die du halt doch immer mal wieder siehst. Genau, und was ich auch noch sagen will, und zwar heißt es ja oft so, ja, der Tierarzt, wieso bist du nicht richtiger Arzt geworden? Oder es ist ja so ein Arzt zweiter Klasse, und das finde ich halt auch total
schade, dass halt manche meinen, dass halt eben die Humanmedizin mehr wert ist als die Tiermedizin, weil die Tiermedizin nämlich halt zur Gesundheit der Tiere beiträgt und jetzt zum Beispiel vor allem, wenn man jetzt mal auf die Lebensmittelsicherheit schaut, durch die Untersuchung am Schlachthof eben auch dazu beiträgt, dass dann die Menschen halt eben auch gesund sind. Deswegen finde ich, ist halt beides wichtig und dann finde ich es halt schade, wenn halt eben dann die Tiermedizin so abgewertet wird. Das heißt, es spielt quasi so ein bisschen zusammen. Genau, genau, ja. Okay, also gut merken. Wie läuft der Aufnahmetest ab? Also der Aufnahmetest, der läuft folgendermaßen ab. Du meldest dich erst online an, dann zahlst du 50 Euro und dann kriegst du irgendwann mal einen Prüfungstermin zugewiesen. In der Regel ist es einfach im Hörsaal A oder B. Und im Endeffekt besteht der Test halt eben aus zwei Teilen. Einmal eben aus den fachlichen Fragen, das heißt, es sind 60 Fragen aus Physik, Biologie und Chemie. Und den berufsspezifischen Fragen, das sind einfach so Fragen, wo du halt eben einordnen musst, inwiefern dir Freizeit im Studium wichtig ist oder wie diszipliniert du bist oder wie wichtig dir Geld ist. Und deine Antworten werden dann eben mit den Antworten von befragten Tierärzten abgeglichen. Und je nachdem, wie gut du halt eben ja, da eben in diesem Meinungsbild liegst, desto mehr Punkte bekommst du. Und das sind eben 20 Fragen, das heißt, du hast im Prinzip 80 Fragen. Du hast relativ viel Zeit dafür, also Zeitstress hast du überhaupt nicht beim Test. Und genau, je nachdem, wie gut du halt eben dann bist, spielen eben die Punkte mit rein, plus die Noten aus der Matura zählen auch nur so ein bisschen rein in dein Gesamtergebnis. Aber der Hauptfaktor ist eigentlich der Aufnahmetest. Genau, ja. Bei den Noten für die Matura ist es meistens so, dass wenn du halt eine bessere Note hast, dann kommt da so ein kleiner Prozentsatz rein. Aber es ist nicht, dass eine schlechte Note das abwerten würde direkt, oder? Es ist halt so, dass praktisch, ich glaube, Mathe, Deutsch und eine Fremdsprache, je nachdem, welche Note du da hast, kriegst du halt unterschiedliche Art von Punkten. Und diese Punkte werden halt eben dann noch auf deine Testpunkte draufgezählt. Genau. Ja, okay, das heißt, es sind so Bonuspunkte ja, genau, quasi. Genau, genau. Ja, voll. Okay. Worauf muss man während des Studiums schon besonders achten? Also im Grunde musst du während des Studiums einfach nur darauf achten, dass du die Prüfungen bestehst und deine Praktika machst. Also wir haben natürlich immer, je nachdem in welchem Studienabschnitt du dich befindest, gibt es einfach unterschiedliche Pflichtpraktika, die du halt einfach ablegen solltest. Das heißt, es ist immer gut, wenn du halt ja, schon mal Kontakte knüpfst oder schaust, ob bei dir in der Gegend irgendwelche coolen Tierärzte sind, wo du gerne Praktikum machen würdest. Was halt auch noch dazu kommt, das habe ich jetzt vergessen, dass du nur da Praktika machen kannst, bei Tierärzten, die auf dieser Instruktorenliste stehen. Wir haben so eine Liste von anerkannten Praxen, wo man halt eben Praktika machen kann in Österreich. Wenn du die Praktika im Ausland machen willst, dann ist es egal. Also dann gibt's, da gibt es jetzt keine Liste. Genau, ansonsten, wie gesagt, das Studium ist einfach so vollgestopft, dass man einfach darauf schauen sollte, dass man einfach das alles überlebt und sich dann nicht zu viel vornimmt, ja. Okay, das heißt, du musst nicht mehr links und rechts noch alles Mögliche im Kopf behalten. Nein, eigentlich nicht. Es ist wie in der Schule, es wird ja eigentlich alles vorgekaut, du musst eigentlich nicht so wirklich viel. Okay, ja. Das heißt, es ist einiges zum Lernen, aber dafür gibt es auch genügend Struktur. Ja, man hat nicht ganz so viel Selbstorganisation, das stimmt, was man da mitbringen muss. Das ist echt nicht der Fall, ja. Okay. Mit was für Materialien lernt man am besten? Also, es ist natürlich so, dass einem am Anfang auch sehr viele Bücher vorgeschlagen werden. Und sämtliche Lernmaterialien hast du einfach, Skripten gibt's. Das heißt, es ist natürlich am Anfang ein ziemlicher Dschungel und du bist erstmal so ein bisschen lost. Am Anfang ist einfach mal ganz gut, wenn man einfach mal in die Bib schaut und sich die verschiedenen Anatomiebücher anschaut und sich dann eben überlegt, welches passt jetzt zu mir, weil da gibt es verschiedene Autoren und die sind halt alle so ein bisschen anders strukturiert. Also bevor man da halt irgendwie gleich was kauft, erst mal anschauen, ob das zu einem passt. Und ansonsten, je weiter man im Studium kommt, desto weniger kauft man sich eigentlich. Also wenn man mal ein Buch braucht, dann schaut man es halt einfach in der Bib an. Ansonsten gibt es eigentlich die Vorlesungsunterlagen, also die Präsentationen. Und wenn man die dann nur so ein bisschen ausarbeitet, dann reicht das eigentlich vollkommen. Also man braucht sich da echt nicht so in Unkosten stürzen. Am besten kauft man sich einfach die Bücher, die einen wirklich interessieren. Alles andere kann man sich einfach ausleihen oder wie gesagt, es reichen einfach die Vorlesungsunterlagen. Okay, genau. Sehr gut. Das heißt, am Anfang sind Bücher noch ein bisschen wichtiger, später ist dann nicht mehr so wild. Okay. Gibt es jetzt noch irgendwie besondere Tricks, wo du sagst, hätte ich die schon im ersten Semester gewusst, das wäre echt wertvoll gewesen? Ja,
Also ein Tipp ist, dass die Cafeteria super ist. Also die ist immer mega schön, einfach im Sommer zum draußen sitzen. Was auch ein guter Tipp ist, geh unbedingt auf jedes Bergfest. Das Bergfest ist einfach so ein großes Fest an der Uni, das jeder Jahrgang macht, noch im sechsten Semester. Also wenn er praktisch die Hälfte vom Studium geschafft hat, der Jahrgang. Und da ist einfach, das ist einfach das beste Fest an der Uni und da muss man unbedingt hingehen und darf sich nicht denken, oh Gott, ich muss lernen, sondern an diesem Tag lernst du nichts, sondern gehst einfach zum Bergfest. Das ist eben für alle auch zugänglich. Das ist für alle und das dauert den ganzen Tag. Also das fängt halt eben an in der Früh, dass der jeweilige Jahrgang durch die Hörsäle rennt und dann da singt und einfach die Vorlesungen stört. Und dann ist halt einfach am Abend ist dann so Musik und verschiedene Bars draußen und man sitzt so gemütlich zusammen und das ist einfach so cool. Also das Bergfest ist wirklich das absolute Highlight. Ich hoffe mal, dass es dann jetzt bald mal wieder geht. Nächstes Jahr mit der ganzen Pandemie-Geschichte. Genau, und ja, ansonsten glaube ich, ist einfach wichtig, dass man halt an der Uni das schätzt, dass es an der WetMed halt einfach so eine kleine Gemeinschaft ist und dass sich eigentlich jeder so kennt und dass man halt einfach auch die unterschiedlichen Stände genießt. Also wir haben halt immer so Spritzerstände wieder oder sonstige Aktionen und da ist einfach cool, wenn man da hingeht und das einfach unterstützt und da einfach so Teil des Unilebens ist. Ja. Okay, sehr schön. Dann noch die allerletzte Frage. Ja. Und zwar, gibt es sonst noch etwas, was du angehenden Studierenden mit auf den Weg geben möchtest, wo du sagst? Ich glaube, das Wichtigste, was ich mitgeben will, ist, dass man sich einfach nicht so stresst in dieses Studium und dass man sich einfach bewusst seine Pausen nimmt, weil am Anfang so hört man immer, oh Gott, das Anatomie ist so schlimm und du musst die ganze Zeit lernen, sonst schaffst du es nicht und die Professoren sind so gemein und es ist alles so schlimm und dann, glaube ich, neigen einige dazu, dass sie dann nur lernen, lernen, lernen. Und dann einfach total vergessen, dass man halt einfach auch nur auf sich schauen muss und einfach sich bewusst eben diese Freizeit nimmt, einfach mal mit Freunden was macht, draußen laufen geht oder was auch immer und nicht nur die Uni hat, weil sonst kommst du schnell in so eine Abwärtsspirale. Und es ist ja auch so, dass einige WetMed-Studenten, dass sie halt eben auch psychologische Hilfe brauchen dann, weil es ist einfach, weil man sich halt zu sehr in diese ganze Lernerei reinstresst. Also einfach locker bleiben, du schaffst es schon. Es haben schon genug Deppen vor dir geschafft, das ist immer mein Motto. Genau. Okay, für alle, die sich jetzt gedacht haben, um Gottes Willen, psychologische Hilfe, ich glaube, das Studium studiere ich doch nicht. Wichtig ist, nicht zu stressig nehmen, das Ganze sollte eben auch Spaß machen. Es soll ja ein Lebensabschnitt sein, den man auch ein bisschen genießen kann, jetzt nicht einfach was, wo man sich durchquälen muss, insofern. Da vielleicht auch nicht von anderen runterziehen oder mitziehen lassen, sondern voll. Einfach sagen, genau, ich habe jetzt auch mal ein bisschen Freizeit. Genau. Sehr wichtig. Ja, voll. Und einfach sein eigenes Ding machen und sich nicht für diesen berühmten Stressern da so mitstressen lassen, die jetzt schon seit Monaten nur noch in der Bib hocken. Mach einfach dein eigenes Ding, du wirst schon wissen, wie du lernst. Und bleib da einfach bei dir und lass dich nicht so vor anderen da so negativ beeinflussen. Genau. Okay, schöne abschließende Worte. Wir sind am Ende des Videos angelangt. Falls wir euch mit diesem Video gute Einblicke geben konnten und weiterhelfen konnten, lasst bitte einen Daumen nach oben da und abonniert auch sehr gerne, um kein Video mehr zu verpassen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, die offen geblieben sind, dann könnt ihr jetzt entweder in den Kommentaren diese Fragen stellen, dann antworten wir dann noch sehr gerne drauf. Oder ihr könnt Daniela auf Instagram folgen, da gibt es ja auch regelmäßig so Q&As, wo man auch wahnsinnig viel über das Studium erfährt. Oder ihr schaut noch bei mir auf dem Instagram-Kanal vorbei und dort findet ihr noch einen zweiten Teil zu diesem Interview. Da findet ihr auch noch mehr Details. Das heißt, das sind eure Möglichkeiten. Vielen Dank nochmal an dich, danke Daniela. Dir. War sehr spannend wieder. Ja, cool, danke. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.